Ja, kann nur besser werden. Ich schieß nochmal. Und zwar Mit auf welcher? denjenigen, der mich angreift. Mit welcher Ich. Waffe? Mit meiner Fine Pair of Pistols? Hab ich die Okay. verloren? Die sind tatsächlich doppelläufig jeweils. Also du könntest nochmal schießen, aber du bist jetzt im Nahkampf. Ich würde gerne mit meinem feinen Lightning Hook, einer von den beiden, in dessen Rücken wir stehen, Elektroschock geben. Finde ich gut. Komm, ich sammle erst eure Aktionen ein, dann verteile ich Würfelwürfe, ja? Ich mache es immer bei Faye weiter, weil du stehst neben Anton. Die beiden haben euch nicht bemerkt, versuchen gerade irgendwie einen Winkel zu finden, um an ihren Kameraden vorbei zu manövrieren. Was tust du? Nochmal, wie viele Gegner sind da? Fünf. Drei, die gerade im Kampf sind, und die anderen beiden, die gerade aus dem Treppenhaus hineinkamen. Ich würde meine Aktion auf jeden Fall mit Antoine koordinieren, also dass wir gleichzeitig angreifen. Ich denke, das kriegt ihr intuitiv hin, ihr kennt euch ja schließlich. Es war so, dass man diese Pistolen nur einmal abfeuern kann, richtig? Pistolen sind prinzipiell Einschuss-Hinterlader. Sorry, Einschuss-Vorderlader. Also ein Schuss und dann dauert es erstmal, richtig? Genau, wie das mit einer Schwarzpulverpistole so ist. Gegen Razzaschuss mit Messern ist natürlich toll, dann. Kannst du ja im Inventar neu anklicken. Genau. Klick deine Pistole an. Dann unsere beiden Nahkämpfer. Ihr seid mittlerweile in einen ziemlich verzweifelten Nahkampf verwickelt. Ich probiere den einen mit dem Knie zu brechen, mit der fetten Stange. Okay. Und Pool hat angesagt, du möchtest nochmal versuchen, ihn Ich jeweils mit dem zweiten schrei Wurf. Vorsicht, Vorsicht hinter dir! Und dann schieße ich. Sorry, aber auf den Trick wird er nicht reinfallen. Ja, aber da ist wirklich jemand hinter ihm. Ja! Okay, dann verteile ich Würfel von vorne nach hinten. Anton, es ist ein Hinterhalt mit auf Nahkampf mit Gewalt. Es ist definitiv Prowl, würde ich denken. Ich denke, das ist Finesse, weil ich ihm ja gezielt zusteche mit dem Schock. Du hast gesagt, Fechtkampf und so ist Finesse. Fechtkampf halt im Sinne von einem formalen Duell. Oh, dann hätte ich. Ja gut, okay. Nee, ist in Es ist, Ordnung. also Das ich, ist würde kein dir, ich würde Fehler. dir Skirmish geben, Okay. wenn du möchtest. Ansonsten wäre es sicherlich Prowl. Selbiges gilt für Faye. Sorry, du lässt von hinten einen Hinterhalt auf. Es ist definitiv Prowl. Für euch beide eine kontrollierte Position, großer Effekt. Aus der letzten Probe herausgehend noch, weil die ja bereits auch einen großen Effekt hatte. Ja, und da ich im Rücken stehe, also ich denke, ich nehme eine Klingenwaffe. Weil die Pistole hilft mir auch nur gegen einen Gegner, also. Kein Problem, hack sie dir an. Dann, Ash, du bist im Nahkampf mit den Mann verwickelt. Ich gebe dir eine riskante Position. Er hat mittlerweile die Distanz etwas überbrückt. Und ich gebe dir immer noch einen großen Effekt, weil du die schwerere und längere Waffe hast. Aber da du eine Stufe Harm hast, sinkt der um einen auf Standard. Und dann der letzte im Bunde Pool. Du möchtest ihn nochmal erschießen. Er ist in einem Nahkampf mit dir. Du hast nicht den Raum oder die Zeit, um vernünftig zu zielen. Wenn du das immer noch mit Hand machen möchtest, wäre das ja eine verzweifelte Position. Ich tue es mit Hand. Okay. Verzweifelte Position, Was wird? trotzdem Standardeffekt. Okay, dann schauen wir mal. Aha. Es gibt bei uns keine Bonus, oder? Bei Nia und Faye. Nein. Okay. Ihr habt bereits gut eine kontrollierte Position und einen großen Effekt, dadurch, dass ihr es gerade eben gut gemacht habt. Okay, ich gehe euch von oben nach unten durch. Ash. Er hat halt nicht damit gerechnet, wie schnell du dich von diesem Schlag wieder gefangen hast. Und du kannst mit der Stange. Die Stange fährt auf sein Knie nieder. Es gibt ein sehr unschönes Knacken, das alle im Raum einmal kurz zusammenschauern lässt. Und dann liegt der Schrein am Boden. Bei Pool. Du versuchst deine Pistole noch rumzubringen, aber vorher hast du schon sein Stilett zwischen den Rippen. Nimm Stufe 3 Harm punktierte Lunge. Möchtest du dem widerstehen? Ich versuche es. Gut, das ist wieder Prowess. Prowess. Bonus Dice, kein. 5. Okay. Dann kann ich jetzt von Du 3 bist auf 2 wieder. Harm Richtig. Da hast du reduzieren. zwei Harm stattdessen, sagen wir, angeritzte Rippe. Das ist immer Ja. noch sehr schmerzhaft, aber es nimmt dich nicht raus. Dann. Unsere beiden Skirmisher. Ihr schafft es, aber mit einer Konsequenz. Und zwar, euer Effekt ist groß, ihr legt die beide um. Also der eine wird von dem Elektroschlagstock, es gibt eine gleißenteile Entladung und er wird einmal quer durch den Raum geworfen, bleibt dann, wirft noch einen Tisch über, auf dem drei Bierkrüge standen oder an dem mehr Schnapsbecher standen und bleibt dort bewusstlos liegen.
während Faye ihrem einfach die Halsader öffnet und das war das. Hm. Allerdings hört ihr unter euch, wie... Oh, ich habe ganz unseren armen Jack vergessen. Ihr hört allerdings unter euch, wie jemand ruft, hey, 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 da schießt doch einer! Und die sind unvermeidlich, weit in der Ferne, südlich der Stadt, schlägt eine Glocke dreimal. Jetzt seid ihr auf einem Timer. Ja. Und es stehen noch? Es stehen noch zwei, die beide eigentlich gerade auf Pool einstechen wollten, aber der allgemeine Tumult, sie versuchen sich gerade so ein bisschen zu orientieren, merken, dass sie definitiv in der Unterzahl sind. Sie strecken nicht die Waffen, aber sie ziehen sich gerade sehr rapide von euch zurück. Also jedes Mal, wenn ihr einen Schritt nach vorne tut, bemühen sie sich, einen nach hinten zu machen. Und ihr habt sie sehr schnell an der Wand und an der Tür zur kleinen Seitenkammer, in der ein zumindest zweistöckige über euch die Küche war. Hey, da haben Pool abgestochen. Ich würde ganz gerne die Szene retrospektiv vorbereiten. Okay. Und auf eine weitere Mechanik von Blades in the Dark eingehen. Und zwar würde ich ganz gerne Faye tatsächlich auch angesprochen haben, dass sie ihren Arzt vor der Taverne warten lässt oder vielleicht auch in der Taverne warten lässt. Okay. Erstmal, Faye, möchtest du da mitmachen? Der Psychologe war nicht bei mir, das war ein anderer Charakter, aber irgendeiner von uns hatte den als Kontakt. Es klingt wie Ash. Ja, ich hatte bloß den Killer, irgendwie den Mörder, wie auch immer, als Kontakt. Was, okay. Warst du das sogar selber? Achso, ich war das, ne? Cool. Der Feiste, der Physiker, dann war ich das selber. Gut, ich denke nicht, dass wir hierfür eine ganze Szene aufbauen müssen. Und er ist dein Freund, Kamerad, wie auch immer. Ja, also vielleicht hat er die Taverne geflohen, wenn als die Schlägerei losging, aber er ist auf jeden Fall sehr nah in der Nähe. Ja, ich bin auf alle Fälle. Ihr wusstet, dass die Sache haarig werden könnte. Ich nehme dir dafür keinen Stress ab. Okay. Ungefähr zwei Stunden vor dem Einbruch bin ich dann zu Melvi gegangen. Hey Melvi, könnte sein, dass es demnächst ziemlich blutig wird. Wie wär's, wenn du dich mal in der Taverne positionierst? Ja, er fängt schon an, seine Tasche zu packen. Ja, na gut. Nur ausnahmsweise. Du hast was gut bei mir, danke. Wenn ich alle Gefallen einlösen würde, die du mir noch schuldest. Naja, gut. Spring doch was für dich raus. Wir sehen uns, Mann. Gut, wie gesagt, ihr wusstet, dass es haarig wird. Ich denke, dies ist eine sehr, sehr nachvollziehbare Vorkehrung. Okay, wie gesagt, die beiden, einer von beiden ruft, hey! Und versucht, euch irgendwie ein bisschen auf Distanz zu halten. Offensichtlich möchten sie nicht abgestochen werden. Dann sagt uns flott, und wo ist das Geld? Das Geld, scheiße! Hier in der Kammer, in dem Safe. Wir haben den Schlüssel nicht. Fei, das ist eine Aufgabe für dich. Gut, dann nehmt ihr mal schön die Hände zusammen und ihr fesselt sie. No, das dachten wir. Erzähl das gerade. Ich bin verletzt. Ash. Die haben Pool abgestochen. Ash, der blutet ganz schön. Ash, du kümmerst dich um Pool. Ich bringe... No. Ich kann meine Beine nicht spüren. Du kümmerst dich um die beiden, fesselst sie, ich bring Pool weg. Hm? Okay, was mach ich? Toni, ich liebe dich. No, aber ich liebe dich auch. Komm, hallo. Hm. Und dann würde ich mal gucken, dass er uns nicht verblutet und ihn unter einen Arm nehmen, ihn so stützen und dann die Treppe runtertragen. Okay. Zu euch beiden komme ich gleich. Ist er aus dieser Szene erst einmal raus? Die beiden Red Sashes schätzen euch einen Moment lang ein. Dann scheinen sie sich sicher zu sein, dass ihr sie nicht abstechen wollt, sondern wirklich nur für die Kohle hier seid und stecken ihre Waffen weg. Beziehungsweise der Säbelfechter steckt tatsächlich sein Säbel etwas umständlich weg. Er zittert ein wenig. Der andere rammt sein Stilett einfach in die Holzwand neben ihm. Und dann halten sie euch beide die Hände hin. Wenn ihr Malera davon erzählt, könnt ihr es lieber gleich in den Kanal werfen, ne? Ihr wart bewusstlos. Danke. Scheiße, Mann, der ist tot. Im Blick auf seinen Kameraden. War das nötig? Ja, okay, war das schon nötig? Ich hatte nicht besonders viele Alternativen und wie ihr euch erinnert, wurdet ihr gerade niedergestochen. So, und jetzt haltet die Klappe und lenkt mich nicht ab. Die beiden halten...
Ja, die beiden halten die Knappe und du kannst sie verschnüren. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, die Glocken und so, weißt du doch. Ja, Faye zuckt ihre Lockpicks. Und jetzt ist die Frage, kann ich noch Erleichterungen kriegen, dadurch, dass ich in einem Flashback mit Frake im Locksmith konspiriert habe? Das finde ich gut. Wie genau hast du mit ihm konspiriert? Also sagen ja, wir, ich weiß setzen, natürlich, wir, setzen, wir mal kurz die, setzen wir mal kurz die Szene. Ich denke, er hat einen Laden eher in einem besseren Viertel, vielleicht nicht unbedingt in Wildcraft, aber in Charter Hall im Universitätsviertel. Er hat da so einen kleinen Schlosserbetrieb. Er verkauft auch solche Safes, also vielleicht nicht exakt solche, du hast ihn ja noch nicht gesehen. Und er kommt, um Leuten zu helfen, die ihre Schlüssel verloren haben. Das Schlosserhandwerk ist nun wirklich nichts, was ich euch erklären muss. Und du kommst dann rein in seinen Laden und ihr teilt euch erstmal beide, sagen wir mal, ein Glas Branntwein. Und dann blickt er dich relativ ernsthaft an, als wollte er zum Geschäft überkommen. Okay, ist nicht hier, weil wir so gute Freunde sind. Was brauchst du? Sag mal, was ist denn dieser Tage so state of the art in Sachen Safes? Insbesondere bei meinen Landleuten, denn ich, sagen wir mal, wenn ich eine Neuanschaffung tätige, möchte ich mich nicht blamieren. Ich habe Geld, also was leisten sich Leute wie ich dieser Tage, um ihre Besitztümer sicher zu verwahren? Ich glaube, das ist ein Wurf auf Consort. Okay. Das ist ein Gather-Information-Wurf, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er nichts weiß. Mhm, das heißt, es ist ein Fortune-Roll? Genau. Mal schauen wir mal, wie verbunden deine Verbindungen wirklich sind. Effekt ist Standard bei Fortune-Roll immer, oder? Ja. 3. Er kratzt sich ein wenig im Kopf. Bei deinen Landsleuten weiß ich nicht. Ich habe letzte Woche im Whitecrown 2 Smith und Danleys eingebaut. Miese Dinger mit Zahlenschloss. Ja, und ich habe von jemandem drüben, er nickt so im Kopf in Richtung der Universität, gehört, dass sie neuerdings an einer Art Mechanismus entwickeln, der einzelne Personen erkennen kann, an ihrem, ich weiß nicht genau, Abdruck im Geisterfeld. Ich habe der Erklärung nicht so genau zugehört. Wenn das passiert, kann ich hier wahrscheinlich auch dicht machen. Kann ja niemand mehr seine Schlüssel verlieren. Sich selbst verliert man nicht. Ja, das wäre natürlich bitter. Aber andererseits ist es... Es klingt ziemlich spektakulär, oder nicht? Also wenn das wirklich funktionieren würde... Ich weiß ja nicht. So wie ich die Sache einschätze, hat es eine genauso große Wahrscheinlichkeit, den Anwender umzubringen. Ja, wie das halt so ist, wenn man mit Geistern hantiert. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ihr wusstet, ihr würdet die Kriegskasse stehlen. Und es ist nachvollziehbar, dass die in einem Safe ist. Ich denke nicht, dass dich das Stress gekostet hat. Okay. Es hat ja auch nicht geholfen, aber gut. Dann möchte ich mich pushen, denn das ist wirklich wichtig. Das sind zwei Stress, oder? Ja, um uns einen halben Schritt zurückzubringen. Du kannst jetzt einmal die Tür öffnen. Dahinter ist eine kleine Kammer, die ihr bereits im oberen Stockwerk gesehen habt. Wäre hier eine Küche drin gewesen, die hat man wohl rausgerissen. Das Einzige, was hier steht, ist ein ziemlich schwer aussehender Safe. Der geht so etwa bis zu deiner Hüfte hoch. Und man hat auch hier das Fenster vernagelt. Und drin liegt noch eine Schlafmatte, die gerade nicht belegt ist. Und gut. Der Safe ist, wie gesagt, ziemlich schwer, etwa Hüfte hoch. Du kennst das Modell nicht, so gut kennst du dich mit dem Schlüssel aus. Aber zu deinem Glück hat er ein ganz normales Schlüsselschloss. Ja, das klingt so, als könnte man dieses Schloss auch eher knacken, als wenn es einen Zahlencode hätte. Okay, zu deiner Probe kommen wir gleich. Faye kniet sich gerade davor ab, sortiert ihre Dietriche herbei. Was möchte der Rest tun, abgesehen von den beiden, die schon raus sind? Habt ihr überhaupt etwas zu tun? Ich gucke ums Fenster, gucke nach Ocean Crane. Tatsächlich bemerkst du, und ihr hört dann auch, eine einzelne Krähe, die über dem Gebäude kreist. Also über den Block eher. Sie scheint ihre Kreise enger zu ziehen, ihr seid euch nicht sicher. Wir machen jetzt eine Uhr auf. Ich habe es euch schon mal bei der Heilung erklärt. Eine Uhr ist ganz einfach nur ein Kreis mit verschiedenen Segmenten, die gefüllt wird. Ich mache so 4 Segmente draus. Blopp. Ihr könnt sie auf der... Ups, ich muss sie noch verschieben. Ihr könnt sie auf der linken Seite oben auf diesem kleinen weißen Zettel sehen. Und wir nennen sie mal die Geisterwächter tauchen auf.
Fey, mach hinne! So, und dann. Badam, dann füllen wir von dieser Uhr ein Segment ein und wenn sie voll ist, nun, tauchen die Geisterwächter auf. Logischerweise. Dann sollten wir möglicherweise am besten weg sein. Idealerweise. Gut. Ich komme erstmal zu Fey. Genau, ich komme erstmal zu. Ach, richtig, bei Jack. Jack, wie gesagt, er hat von dir abgelassen, nachdem er dir die Kopfnuss verpasst hat, um sich dem Lampleck zu widmen, der sowohl die größere Bedrohung als auch sein präferiertes Ziel ist. Du stolperst zu Boden, sitzt auf deinem Hintern, während um dich herum gerade man entweder versucht, sich aus der Schusslinie zu bringen oder sich mit vollem Elan hineinzuwerfen. Was möchtest du tun? Ja, ich möchte weg, hauptsächlich erstmal. Kein Problem, man fokussiert sich gerade nicht auf dich. Und dann möchte ich nach draußen laufen und schon mal nach einem Weg suchen, wo wir abhauen können. Weil ich weiß ja, da oben geht es jetzt gerade richtig zur Sache. Ich höre Schüsse, das kann nicht gut ausgehen. Genau, du öffnest gerade die Tür, da hörst du von oben den mittlerweile das zweite Paar an Schüssen. Der Lampleck und seine Gang, also seine nicht unbedingt Untergebenen, sagen wir seine Kumpanen, lösen sich sofort aus ihrer Prügelei, weil sie glauben, jemand würde hier unten erstmal rumschießen. Und der Red Sash dreht sich sofort um und rennt in Richtung der Treppe, um nach oben zu kommen. Du kannst dann hinaus entschwinden, wenn du möchtest. Aber ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendeine Probe haben will. Ihr seid an einer, ich will es nicht Hauptstraße nennen, aber an einer relativ gut ausgebauten Straße. Sie ist gepflastert und alles und sie ist auch zu den meisten Tageszeiten gut ausgeleuchtet mit elektrischen Straßenlaternen. Denn von hiervon ab gehen einige Gassen und du hörst direkt hinter der Bar, der Kneipe, dem Gebäude halt, hörst du das Plätschern eines kleinen Seitenkanals. Finde ich in der Nähe, ich suche mal nach einer relativ großen Mülltonne, die jetzt nicht direkt an dem Haus steht, sondern in der Nähe. Findest du? Die ich präparieren möchte, mit einer Laterne zum Beispiel, dass sie Feuer fängt, sobald ich das möchte. Ich möchte eine weitere Ablenkung schaffen, wenn wir dann abhauen. Ich bin mir sicher, du kannst mit einem Stück Draht oder mit einem Stück dünnen Seil da irgendwie ein Konstrukt zusammenbauen. Das klingt wie eine Probe auf Tinker. Das habe ich nicht mal. Aber ich bin ready. Okay, möchtest du dich pushen? Natürlich. Gut, dann nimm 2 Stress und Probe auf Tinker. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, das ist ein Fortune Roll, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas sonderlich Schlimmes passiert, wenn du es nicht schaffst. Außer halt, dass es nicht klappt. Oder dass es sofort Feuer fängt. Okay, ja doch. Dann haben wir eine kontrollierte Position und einen Standardeffekt. Controlled und controlled dann im Grunde, oder wie? Controlled und Standard. Warte mal, kann ich. Controlled, Submit, Effekt Standards, Submit, Bonus Dice, habe ich keine. Ja, du wolltest auch dich pushen, dachte ich. Ja, aber ich habe ja sonst nichts. Also ich habe 0 in Tinker. Ja klar, wenn du dich pushst, bekommst du ja plus 1 Würfel. Ah, okay. Ja, ist jetzt egal. Nicht, okay. Wir nehmen einfach mal den ersten Würfel aus deiner Probe, die 4. Du präparierst das, du kriegst das relativ gut hin, du machst einen Seil daran und wenn du daran einmal kräftig ziehst, du hast bestimmt so, sagen wir, 30 Meter dünne Leine oder so, die du erst aus der Tasche ziehen kannst. Denn du warst natürlich vorbereitet, haha. kein Problem. Da schaut allerdings ein besorgter Mann mit einer rostig aussehenden, sagen wir, doppelläufigen Schrotflinte aus dem oberen Fenster, schaut erst rüber, dahin, wo gerade geschossen wird. Und dann auf dich hinab. Hey, was machst du an meiner Zonne? Und richtet die Flinte auf dich. Was tust du? Ich schaue ihn an, reiß sofort die Hände nach oben. Ich suche hier nur Deckung, die schießen da. Ich will reingehen. Und dann würde ich mich selber hinter die Tonne werfen, als würde ich beschossen werden. Okay. Wie viele Punkte hast du in 2? 3. Ja, doch, komm, würfel mal. Es ist eine riskante Position, aber ein großer Effekt. Great. Ja, der Mann scheint das sofort zu glauben. Er richtet auch seine Flinte erstmal rüber und da stiert angestrengt aus dem Fenster in der Hoffnung, dass niemand ihm ans Leder will. Unterdessen im Treppenhaus. Wer hilft dem guten Pool nach unten? Das mache ich. Anton. Tony. Oh, Pool, bleib bei mir. Schau mir in die Augen. Ja.
Ihr seid etwa halb die Treppe hinunter, da tritt von unten der Türsteher Red Sash, der gerade noch Jack aufs Maul gegeben hat, durch. Hey, wo kommt ihr her? Wir haben einen Verletzten! Achtung, Achtung! Möchte sich also an ihm vorbeiquetschen und hoffen, dass er hinreichend bedröselt ist. Ja, genau. Auch das klingt wie Sway. Konsort? Es ist nicht Konsort. Konsort setzt eine prinzipiell nicht feindliche Umgebung voraus. Ah, gut. Okay. Ja, gut, Sway habe ich nicht. Aber ich würde mich dann selbstverständlich pushen. Weil ansonsten. Okay, nimm zwei Stress. Es ist eine riskante Position, denn es könnte schief gehen. Und es ist ein Standardeffekt. Gut. Standard und ein Bonus. Okay. Ihr schafft es, aber es gibt eine Konsequenz. Was könnte eine Konsequenz sein? Naja, dass er jetzt nach oben rennt. Ja, er hilft euch nicht dabei, noch irgendwie den Verletzten rauszutragen, sondern er rennt nach oben. Das finde ich gut. Währenddessen, ihr wisst nicht, was mit ihm ist. Du kannst ihn in die Kneipe bringen, in der mittlerweile wieder größtenteils Ruhe und Frieden eingekehrt sind. Und der hat tatsächlich dann, Gott, wie heißt denn Physiker? Muss ich gerade mal gucken, Moment. Namen sind schön. Melvier. In der Melvier tatsächlich dann aus einer Ecke dir zuruft, ey, Pool, hier drüben. Mach mal Platz. Er schiebt noch einen weiteren Tavernengast. Die haben sich alle so in eine Ecke gedrängt, um nicht in die Schlägerei gedrungen zu werden. Er schiebt dann einen anderen an die Seite und wischt irgendwie zwei Humpen vom Tisch. Ey, hier, bring ihn hier drauf. Ja. Und stellt seine Arzttasche, Doktortasche auf den Tisch und kramt darin herum. Während über euch der nächste Schuss hätte. Noch nicht, warte, da sind wir noch nicht. Melvier, mein Herz. Schau mal. Leg ihn hier drauf, ja? Ja, ui. Okay, erstmal hier, nimm ein bisschen Medizin. Er reicht dir eine Flasche. Wenn du dann riechst, wirst du feststellen, dass es Branntwein ist. Ja, ich trinke. Ja. Reicht dann die nächste auch deinem Gehilfen? Hier, für die Nerven. Oh, merci. Und dann schaut er sich deine Wunden an, denn du hast ziemlich viel Blut auf der Klamotte. Auch wenn du vermutlich eher dunkle Kleidung trägst. Sehen wir mal, hier und hier, ja? Der friemelt da ein bisschen herum. Anton, du kannst dich irgendwie setzen, wenn du in die Ruhe möchtest. Einige Schaulustige sammeln sich, die Sharkfins waren es, feiern gerade ihren Sieg, weil der Research ja abgezogen ist und seine Kameraden entsprechend die Waffen strecken. Das hat nicht viel, das wird nicht viel, keine Sorge, Blut ist mir nicht aus. Bisschen Pulver drauf, bisschen Schwefel und dann verbinden wir das ineinander. Ah, das brennt. Es brennt tatsächlich wie die Hölle, aber du bist wenige Minuten später gut versorgt. Zu euch kommen wir, ich denke am Ende der Sache, denn da sind wir fast. Wieder oben. Hey. Ja, ich versuche den Safe zu knacken. Okay. Nächster Zeitstrich? Frage? Nach dieser Schlösserknackenprobe, ja? Okay. Weil das passiert ja im Grunde gleichzeitig mit allem anderen. Es ist ein ziemlich gutes Schloss, das kannst du aus Erfahrung einschätzen. Dein Effekt wäre begrenzt, also limited, es sei denn, du hast irgendwie gutes Werkzeug oder so. Ja, die Lockpicks sind fein Lockpicks. Das heißt, wir kommen bei Standard-Effekt raus. Mhm. Ich nehme an, die Position ist risky. Die Position ist controlled, denke ich. Du bist in keiner besonderen Eile und das ist nicht sehr gefährlich. Okay, dann Standard-Effekt. Und ich hatte gesagt, ich möchte einen Bonuswürfel. Okay. Denn das sollte jetzt besser klappen. Dann nimm zwei Stress und nimm deinen Bonuswürfel. Übrigens, alle, die sich bis jetzt gepusht haben, nehmen. Okay, du kannst Finesse machen. Du hast die Zeit. Du kannst Finesse machen. Ansonsten wäre Tinker auch angemessen. Okay. Gut. Das ist die 6. You do it. Du hörst einige der... Was ist das deutsche Wort für Tumblr? Einige der Pins auf jeden Fall in dem Schloss klicken. Und du bist gut durch. Wir machen mal eine 4-Segmente-Uhr auf. Ja, Uhren sind super. Für das geknackte Schloss. Und wir füllen zwei davon. Wir füllen zwei davon ein, ja. Mit dem Standardeffekt. Du bist sicherlich gut durch. Unterdessen hinter dir im Raum. Ein Red Sash betritt mit gezogener Pistole und gezogenem Säbel den Raum. Das heißt, er ist überrascht. Er hat euch natürlich nicht erwartet, aber er hat erwartet, dass es Ärger gibt und zielt entsprechend auf den Erstbesten von euch. Sagen wir auf Ash. Hey! Was? Blossen hoch! Ich schlag gleich hin. Ihr seid sicher drei Schritte voneinander entfernt. Also wenn ihr jetzt einen Satz auf ihn zumachen und ihn schlagen willst, geht das. Ja. Aber es besteht die Möglichkeit, dass er dich vorher erwischt.
Ja, wenn möglich. Ja. Ich ziehe auf seinen rechten Arm. Ich vermute, er schießt mit rechts, oder? Mhm. Dann auf dein rechter Schlüsselbein. Okay. In welcher Probe möchtest du das angehen? Skirmish erscheint mir angemessen. Skirmish, genau. Okay. Das ist eine verzweifelte Position, denn nun, du bist weiter als Armlänge von jemandem weg, der eine Waffe hat, also eine Schusswaffe hat. Der Effekt ist allerdings trotzdem groß, weil du eine schwere Waffe hast. Ich würde noch zu dir einen Stress nehmen, um mich zu pushen so ein bisschen. Okay. Möchte ihm jemand helfen? Ach, pushen gibt nur einen Stress? Pushen gibt zwei Stress. Ach, zwei Stress, okay. Nämlich zwei Stress halt, ist halt so. Ist die Frage, kann ich ihm helfen? Ich bin die Einzige, nicht. Die noch da ist. Sorry, ich dachte, es wäre noch jemand hier. Ich habe vergessen, dass Anton schon raus ist. Okay. Nein, du nicht, du bist gerade am Schlösser knacken. Genau. Im Übrigen, wir haken jetzt auf der Geisterwächtertochen auf Skala einen an, während du am Schlösserfriemeln bist. Gut, dann Ash, von dir eine verzweifelte Probe auf Skirmish. Im Übrigen, eigentlich dürftet ihr für jede verzweifelte Probe, die ihr macht, Erfahrungspunkte anhaken. Aber da das hier ein One-Shot ist, lassen wir erstmal unter den Tisch fallen, ja? Der Effekt ist Standard. Der Effekt ist groß, weil du eine schwere Waffe hast. Bonus Dice? Einer, weil du dich pushst. Das okay, du. Ja, you do it. Du machst einen Satz auf ihn zu, du erwischst ihn von oben herab auf meinem Schlüsselbein. Er kann seinen Kopf noch aus dem Weg bringen, ansonsten wäre der jetzt wie eine Schale voller Eier zerschmettert worden. Aber es knackt, sein Schlüsselbein gibt nach, sein Arm schwingt weit durch den Raum, ein Schuss löst sich und bohrt sich durch die Decke irgendwo ins Obergeschoss. Wo er vermutlich gerade einen armen Musiker sehr erschreckt und der jetzt irgendwie seine Seite zerreißt. Aber du hast den, dein Schlüsselbein ist gebrochen, er geht zu Boden. Du kannst nochmal nachhaken, wenn du möchtest, und dann ist er definitiv raus aus der Sache. Ich würde ihn gern packen und die Treppe runterwerfen, als falls noch anderen Leute nachkommen und dann die Tür schmeißen. Kannst du. Es kommt niemand nach, aber kannst du. Er putzt die Treppe hinunter. Ob er leben wird oder nicht, ist nicht klar, aber zumindest hörst du die Glocke nicht schlagen. Der klassische Bud Spencer-Move. Dann schlägst du die Tür zu und wir sind wieder bei Faye, die immer noch fieberhaft an den Floss wackelt. Was tust du? Weiter knacken nehme ich an. Ja. Also ich meine, der Wurf hat geklappt, aber es kostet jetzt einfach Zeit, in der Dinge passieren. Ein Standardeffekt füllt für gewöhnlich zwei Segmente auf eine Uhr ein. Ah, das heißt, und wir haben hier eine muss Vierer-Uhr. Das nochmal... Du müsstest es nochmal machen. Es ist ganz profan. Ich wünsche, ich könnte es interessanter machen, aber es ist ganz profan. Einfach nochmal derselbe Wurf. Der einzige Zweck hier ist, dass es dich Zeit kostet. Das heißt, ich pushe mich nochmal, weil das ist nach wie vor genauso dringend. Möchtest du einen Deal? Lass hören. Okay, du kriegst einen Bonuswürfel, aber ich fülle ein Segment auf der Geisterwächteruhr ein.